Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 The Wild Hunt mit den Herzen aus Stein und dem Blut und dem Wein. Ja, und was soll ich sagen, ne? Arschlecken 350 ist nicht der beste Schwert. Ich habe jetzt gerade noch mal beim Naht reingeguckt, aber das ist wohl das Ritter Toussaint Stahlschwert und ja, hier Arendite. Keine Ahnung, wo man die herkriegt. Ich habe Schlangenzunge, ja. Frauen, die mich kennen, nennen mich Gecko. Elfenblut, was? Ich bin hier komplett falsch. Achso, will ich auch gar nicht hier hin. Stimmt. Weil wir haben ja bei der Auktion auch noch hier dieses Bild erstanden, ne, wo hier der Bibliothekar anscheinend richtig was für springen lässt. Und wenn wir gerade noch hier in Novigrad sind, dann kann ich bei dem auch noch mal reinschneiden, ne? Wo war der denn? Bücher und Schriftrollen, genau. Guten Tag. Interesse an Büchern? Belesen siehst du zwar nicht aus, aber wir haben auch Bilderbücher. Willst du ein paar eine Fresse haben? Ich habe ein Gemälde zu verkaufen. Schön für dich. Aber warum kommst du damit zu mir? Weil es ein Van Rogh ist. Ich habe gehört, dass du... Ein Van Rogh? Ich nehme es. Wo ist nur meine Goldbörse? Gerade habe ich nicht viel da, aber ich gebe dir was dazu. Etwas von einem Hexer, das er als Pfand hinterlegt hatte. Wie war sein Name? Gaetan? Wirklich. Interessant. Danke. 112 Erfahrungspunkte. 500 Kronen. Gulma-Trophäe. Ein Sammler aus Leidenschaft. Ist abgeschlossen. Achso, ich habe dafür sogar Quest gehabt. Was ist denn da für eine Trophäe? Sie verarschen. Was hat Plötze denn jetzt momentan überhaupt dran? Bonuserfahrung bei Monstern, Unhold-Trophäe. Gucken wir unser Ding mal an. Na gut, so, Quests. Alles klar, da waren wir. Bei Sesam öffne dich. Jut, 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 jut. Das Beste an. Dann mal wieder weiter im Text. Wo will er denn hin? Da unten ist doch. Novigrad. Ja. Gutes. Ach, wieder diese herrliche Abendstimmung hier, ne? Meine Frau vermisst mich. Ah, unter deinem Gestein. Hilfe, rette mich. Ich sterbe. Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel. Hauptgefreiter Wenzel. Wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist er verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Das ist schade, ne? Lang lebe, etc., etc. Oh. Aber er ist zum Spein nach diesem Gelage in der Taverne. Der Typ, den wir kennengelernt haben, der wollte unbedingt in die Armee.
Lang lebe der König. Was soll das? Was werde ich von euch erfahren? Dieser Horst Borsodi, hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Ach, tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund. Nur Ärger. Nichts von Interesse. Okay. Du trägst das Zeichen einer gefährlichen Gilde. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Marten. Arr! So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, langweilig, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. Okay. Verzeihung. Du trägst das Zeichen einer gefährlichen Gilde. Das ewige Feuer sein, mein Herr. Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zander. Papier bitte und ein Tintenfass. Gefährliche Gilde, du. Du Bescheiß. Streitlustig, wie? Immer. Wenn es nicht um Boxereien geht. Hä? Ein Tagesverlauf. Das muss der Koch sein. Servus. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Du verlangst zu viel. Wie wär's, wenn du das Ganze ohne Bezahlung machst? Hm? Aus reiner Herzensgüte. Ja, ich helfe dir. Aus reiner Güte. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Eine würzige Hexermischung. Geht zur Hütte des Kräuter. Hyopais. Ja, nix Arr. Seine Majestät, König Radovid, ist ein strenger, aber gerechter. Zu Rum und Abendbrot sag ich nie nein. Die besten Waren. Lang lebe Radovid! Das ewige Feuer sei mit dir.
Komm ran, Plötze. Ich bin ein Hexer. Ha-ja! Heya! Kennst du Gerard? So ein nices Game, ja. Schafskäse auf dem Markt verkauft. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du mich auch mal. Ein Wort und du landest im Stock. Oh. Guten Tag. Ist die werte Dame schon vergeben? Ich nämlich nicht. Seit neuestem nicht mehr. Was? Nicht möglich. Nur eine Idiotin würde einen Kerl wie dich sausen lassen. Ah, endlich sind wir alle hier. Wir können anfangen. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borsodis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das? Reicht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer. Kasimir springt die Tür auf. Wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das wär's. Habt ihr Fragen? Alles gut und schön, aber was, wenn etwas ernstlich schief geht? Dann ist jeder auf sich gestellt. Einfach so? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Weitere Sicherheitsvorkehrungen. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir achten? Nichts besonders Gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten. Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Und die Schatzkammer? Ist die irgendwie gesichert? Selbst wenn meine Mischung aus Salpeter, Kordit und Knallquecksilber kriegt sie schon auf. Sonst noch was? Gesundem Menschenverstand zufolge. Dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat 2 Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesem kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Toll. Ja, aber du könntest. Wenn ich wüsste, wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich habe ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Na schön. Machen wir uns an die Arbeit. Ich will es schnell hinter mich bringen. Wir treffen uns im Torweg neben dem Turm wieder. Punkt Mitternacht. Und jeder passt auf, dass ihm keiner folgt. Ich gebe dem Koch in der Kaserne Bescheid. Was ist mit Masken? Meine Visage ist recht einmalig. Ich kümmere mich darum. Ah, eins noch. Informiert auch nur einer die Stadtwache. Oder wird im Sof redselig. Töte ich euch. Eigenhändig. Mhm. Wenn du so einen Schiss hast, dass jemand redet, dann gehen wir eben zusammen hin. Jetzt. Einwände? Braucht jemand noch Zeit? Dann mal los.
Fangen wir an. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline, bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Drei, zwei, eins. Freie Bahn. Los mit dir. Guck mal, wie schnell. Scheiß Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Rattenzahn. Patrouille markiert. Eine Minute. Los! Scheiße. Ich hätte mich samt Schniedel hochjagen sollen. Verdammt, du hast gesagt, da ist niemand drin. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich hab mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Jetzt nicht, stimmt. Aber wir bereden das noch. Verlass dich drauf. Zu Diensten, Kollege. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Du solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Mit Holzschwertern, Geralt? Ehrlich? Na schön. Zieht eure Masken über, dann gehen wir. Ja, aber wenn ich schon mal hier auf Diebestour bin, ne, dann... Dann nehme ich hier auch alles mit, was nicht nie nur nagelfest ist. Ist das? Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Liebesbrief. Kommentar. Artikel zusammen mit dem Rest des von E-Anwesens erworben. Zur Option gestellt, Startpreis eine Krone, keine Gebote. Meine Liebe, gib nicht auf. Es ist noch eine Woche hin, bis du den Ophira heiraten sollst. Ich denke mir etwas aus. Vielleicht komme ich bis dahin an, bis dahin das Geld. Vielleicht überzeugen meine Tränen deinen Vater. Vielleicht erhören die Götter unsere Gebete und falls nicht sie, dann vielleicht irgendein Teufel. Wenn es nicht anders geht, werde ich durch das Fenster in den Tempel springen und dich vom Altar fortreißen. Wir fliehen an einen weit entfernten Ort, an den Rand der Welt, wo uns niemand finden wird. Du schreibst von Traurigkeit, auch ich spüre ihre Schwere. Ich denke ständig an dich, daran, wie wir bei einer Flasche Wein bis zum Morgengrauen bei der Akademie saßen und du unser Traumhaus in das Sägemehl auf dem Boden gezeichnet hast. Daran, dass wie wir an den Docks unsere Füße ins Wasser hielten,
und ich gar nicht aufhören konnte, über deine schlüpfrigen Lieder zu lachen. Ich küsse das Medaillon mit deinem Bild, bevor ich schlafen gehe und nachdem ich aufwache. Ich schwöre dir bei allem, was heilig ist, wir werden für immer zusammen sein. Bleib tapfer. Ich liebe dich, dein Q. Das war wahre Liebe. Glaubst du? Na gut. Erreiche die Schatzkammer im Keller des Auktionshauses. Ja, gut. Luft ist rein. Klopf auf Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen, was ich mitnehmen möchte. Jetzt nicht. Unser Ziel ist die Schatz... Ja, aber wir erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache! Tja, das war's. Wir sind am Arsch. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen. Wunderbärchen. Hey, der geht zu Boden. Ah, das ist dann also der Wirbel. Auf ihn! Er darf nicht fliehen! Jetzt bin ich aber enttäuscht, Geralt. Das hab ich nicht verbockt. Der Wächter. Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Wofür brauchen wir denn denn? Die Waffen weg! Ihr habt keine Chance. Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln. Gnade, Meister. Bei drei gehen wir rein. Eins, zwei. Einen Schritt weiter und es stirbt jemand. Halt, halt. Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Wir haben eine Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen! Bitte! Beruhigt euch! Niemandem passiert was. Klar? Wie Kloßbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Erzähl mir einen Witz. Irgendeinen. Aber lustig. Wie, was? Das ist doch... Hier kommt ein Tipp. Kostenlos. Alle weiteren kosten was. Und zwar das Blut Unschuldiger. Wenn du mit Geiselnehmern redest, sag niemals nein, nicht, kein, aber oder vielleicht. Klar soweit, Reginald? Ich heiße nicht Reginald. Ah, du darfst nicht sagen! Siehst du, der hier hat es auch kapiert. Und wenn ich dich Reginald nennen will, dann tue ich das. Klar? Ja, klar. Wunderbar. Also, lass den Witz hören, Reginald. Und hoff bloß, dass ich ihn lustig finde. Kommt eine schwangere Elfe zum Bäcker und sagt, ich bekomme ein Brot.
Da sagt der Bäcker, da wird der Papa aber Augen machen. Hör mal auf hier. Ich hätte gut auf die Explosion und den Kampf verzichten können. Die Explosion bringt uns in die Schatzkammer. Wo ist der Berlin? Geflohen. Auch gut. Da bleibt mehr Beute für jeden von uns übrig. Los, bevor Verstärkung anrückt. Irgendwie habe ich von den Typen überhaupt keinen Schaden bekommen. Oder nur sehr wenig. Nix zu looten hier. Mit dem Holzschwert haben wir sie verkloppt. Ein feiner Wumms. Bisschen laut, aber ich musste ja mehr Knallquecksilber beigeben als üblich. Und da... Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Der Typ, der hatte einen Job und den hat er versaut. Ja. Nehmen wir alles mit. Ups, Entschuldigung. Da ist noch. Hier auch. Alles mitnehmen. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Mhm. Aber? Wo ist das Problem? Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Ja, ist ja gut. Können wir alles gut gebrauchen. Sie sind in der Schatzkammer. Sie haben sich darin eingeschlossen. Dafür werdet ihr hängen. Ihr alle. Ja, ich weiß ja nicht. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Ja, darunter auch dieses schöne Werk von Van der Knoop, dem Meister aus Maribor. Naja, es ist ja nicht...
Dafür werdet ihr hängen. Ihr haben wir jetzt alles hier? Ich glaube schon, ne? Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Im Gegenteil. Ich weiß es nur zu gut. Ewald? Hallo, Bruder. Lange her. Da brat mir einer einen Gabelschwanz. Du schuldest uns eine Erklärung, Ewald Borsodi. Was ist der Zweck dieses Familientreffens? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Ich halte mich aus Familienangelegenheiten raus. Dann hättest du besser nicht in meine Schatzkammer einbrechen sollen. Für Neutralität ist es jetzt zu spät. Bist du für mich, kleide ich dich in Gold. Bist du gegen mich, wirst du hier nicht mehr rauskommen. Ja, dann. Wenn du das so siehst, dann bin ich für Ewald. Och, wir nehmen, was wir wollen, sobald wir Hackfleisch aus dir gemacht haben. Weise Worte, Mann. Auf sie! Ich halte dir die Birne. Mund halten und kämpfen. Verdammt. Schwarze Hexerei! Herr Aller, nerv doch nicht. Haben wir dich. So, Horst. Jetzt sind wir dran. Für den König. Ich hätte das gerne anders gelöst. Die Schriftrollen gestohlen, dich auf die Straße geworfen. Rache genießt man am besten kalt. Heiß ist sie mir aber auch recht. Bitte, Gnade, für deinen Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Wirklich? Alles? Ja, alles. Überschreib mir alles, was du hast. Dann verschwinde. Nur mit dem, was du am Leib trägst. Erlaube mir, etwas mitzunehmen. Bitte, irgendetwas. Fünfzehn Jahre! In der Kanalisation! Wie ein Tier! Und du wagst es! Du wagst es zu betteln! Bitte.
Tja. Zufrieden? Durchaus. Und du? Nein. Erst wenn ich Max Borsodis Haus habe. In dieser Schatzkammer, hast du gesagt. Das stimmt auch. Dort. Aber ich fürchte, es ist nicht für dich. Darin befindet sich nämlich das Testament meines Vaters. Mit welchem Ewald Borsodi, lang vermisst, das Vermögen einfordern wird. Und was fordert wohl Geralt von Riva ein, den du betrogen hast? Bedauere, aber alles andere darf er auswählen. Meine Herren, bitte. Du hast mich reingelegt. Und du wolltest mich gegen die Schläger von Horst im Stich lassen. Für meine Begriffe sind wir quitt. Das wollte ich. Was Max Borsso dies Haus betrifft, wenn du es unbedingt haben willst, musst du es dir schon mit Gewalt holen. Wie dämlich von dir. Aber bitte, beeilen wir uns, sonst kommen noch die Soldaten. Ich sagte ja, zu Diensten, Kollege. Kasimir, zu mir. Du wirst mein Schatzmeister. Lohn in den Tausendern. Tut mir leid, Geralt. Geld ist Geld. Da gibt es nichts zu deuteln. Ich schlag dir die Visage ein! Du doofe Bein! Fuck! Ich dachte, ich hätte ihn schon. Ich wollte jetzt mit ihm spielen. Oh Gott. Ja, seht ihr mal. Todesmarsch. Solltest nicht mit irgendwelchen Leuten versuchen. Ja, komm. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch... Im Gegenteil. Hallo. Du schuldest Rache. Fahr du. Das ist jetzt. Ich muss genauso machen wie gerade, ne? Verzweifelter Bestechungsversuch. Oh, weise. Stirb! Reiß ihn von rechts ein! Ich hätte das gerne anders gelöst. Die Schriftrollen gestohlen. Bla 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 bla. Zufrieden. Durchaus. Nein. Erst wenn ich. Das. Darin befindet. Und was fordert wohl Ger. Bedauere. Meine Herren? Provozier mich nicht. Du bist verwundet.
Wie dämlich von dir. Aber bitte, beeilen wir uns, sonst kommen noch die Soldaten. Ich sagte ja, zu Diensten, Kollege. Kasimir, zu mir. Tut mir leid, Gerard. Ja, warte, ich bin verwundert. Ihr kriegt, ich bin verwundert. Da fliegt der Kopf, du Wichser. Der Zwerg auch, fiesen Möb. Verdammt, ey. Es tut mir leid, dass da jetzt so ein kleiner... kleinen Manko drin war, aber... kann passieren auf Todesmarsch, ne? Ist aber nur scheiße gewesen hier, dass ich die ganze Kacke da nochmal neu machen musste. Egal, aber wir sind hier schön in der Schatzkammer. Und irgendwie bin ich auch zufrieden, weil, ganz ehrlich, die haben beide an einer Latte gehabt, ne? Die haben echt beide an einer Latte gehabt. Sieht so aus. Kletter mal hier drüber. Ja, nur gut, ne, dass wir das Elfenmädel da nicht umlegen mussten. Leuchtet noch was. Komm, Blätter haben. Eventuell ist da der gleiche Scheiß drin, ne? Egal, komm. Gier frustriert, ne? Oder wie heißt das? Verdammte Kerzen. Die Regalien sind halt hier. Verdammt, wo ist der Geheimgang? Geralt, ganz ehrlich, das werden wir leider erst in der nächsten Folge erfahren, wo der verdammte Geheimgang ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, ärgert mich auch. Ärgert mich auch. Also der eine Tod, der war... Ich hab gedacht, ich hab den. Ich wusste nicht, dass der mir mit einem Hieb so viel Schaden abzieht.
Ja, aber so ist das nun mal auf Todesmarsch. So, ich wünsche euch was. Bye, bye.